Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir von Fori erfahren, dass wir einen Typen namens Kurt Bessel suchen müssen, der irgendetwas über den Balkenis weiß und weiß, wo der sich befindet und so weiter und so fort. Aber ich habe wieder ein bisschen trainiert und ja, wir sind ein bisschen im Eimer. Ich gebe jetzt erstmal einige Anfragen ab. Ich habe offscreen ja alles mögliche hergestellt. Oh, wir kriegen eine magische Katar, geil. Und sag mal, welche haben wir bekommen? Flint's Katar. Wir brauchen gerechte Gesetze der Regierung. Von Dingens. Tales of Hesperia. So, direkt wieder was Neues ausrüsten. Machen wir das. Machen wir jetzt einfach ein bisschen schneller hier. Ja, reicht schon. So, und dann gehen wir mal hier pennen. Weil dann kommt irgendeine Szene, habe ich gemerkt. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Time sure flies. It feels like only yesterday that I made that friendship pact with Sophie and Richard. Mir irgendwie nicht, weil ich das Projekt irgendwie vor ein Jahr oder so begonnen habe. So much since then. I don't know what to believe anymore. Asbel? What are you doing out here? Sorry. I just needed some time to think about things. About King Richard? You know me too well. Hey, remember the first time we met him? Of course. You broke into his room and then dragged him all over town. I was always surprised he enjoyed it as much as he did. He even wore that stupid disguise. Yeah, good times. Everyone was together back then. Diesen Hut, was? Even Richard. But now, das ist auch keine Verkleidung, mein Gott. With no one to support him. Sometimes I wonder if that loneliness drove him to his current state. I can't help but think if things could have been different. I was so caught up in my own training that I never thought to check up on any of you guys. If I had been able to notice Richard's troubles, maybe I could have stopped things from the way they are now. It's not too late. I don't know. Stubbornness is one of your strongest traits, you know. You're always pursuing some issue long after it's reached the point of annoyance. So if you believe he can still be saved, then don't give up. Just use the same persistence with him that you have shown me. Thanks, Hubert. Wow. That means a lot coming from you. I'm glad you're around. You always put things into perspective. Oh, come on. Besides, it's my job as the little brother to keep you out of trouble. Ouch. If King Richard doesn't have anyone to trust, then at least he can go to you. You think so? You promised to believe in him, and you have an obligation to maintain that promise. I suppose it does. He's right. If I don't stop Richard, who will? I'm not going to give up, no matter what. Das sind wahre Worte. Aber naja, haben wir übrigens einen Abfall. Abfall weggeworfen. Gut. Ich weiß mal nicht, ob er jetzt immer noch was bringt. Ich gehe nochmal im Gasthaus. Vielleicht kommt da noch eine Szene. Ich glaube zwar nicht, aber was soll's. So, dann gehen wir mal. Es geht? Nee, okay. Wir sollen, glaube ich, mit den Dorfbewohnern reden. Dorfbewohnern, Stadtbewohnern. Nee, doch, Dorfbewohnern, was? Weil die wissen wahrscheinlich was. Ich habe dich letztens mit einer anderen Frau gesehen. Wovon redest du? Stell dich nicht blöder, als du bist. Sie sah aus wie eine Forscherin aus einem Labor. Klingelt es? Eine Forscherin? Du spielst also immer noch den Unschuldsengel? Ach, ich weiß schon. Die meinst du. Hör zu, ich habe ihr nur einen Gefallen getan. Und ehrlich gesagt war sie irgendwie verdächtig. Verdächtig, hm? Sie schien einfach nicht von hier zu sein, weißt du? Ich frage mich fast, ob sie eine Marsianerin ist. Ach, dann ist ja alles in Ordnung. Das hättest du wohl gerne. Sie ist immer noch eine Frau. Du blöder, widerlicher Mistkerl. Bitte, da war nichts, Schnuckelchen, ich schwör's. Ist denn Amazianer hier? Okay. Dann wissen wir schon mal. Oh, eine Fackelflamme. Ja, an dem Mix habe ich auch was geändert. Weil ihr es nicht wisst, Amazianer sind alles Leute mit weiß-roten Haaren, so wie Pascal. Also die werden wir schon... Ja, mir ist gerade was eingefallen. Egal. Gucken wir erstmal das hier. Ach, wie dumm, dass ich an meinen ersten Arbeitstag den Sicherheitsausweis vergessen habe. Arbeitet ihr auch im Wendelturm? Hey, könnt ihr vielleicht gemeinsam mit eurem Ausweis hineingehen?
Ja, ein bisschen viel verlangt, was schon gut. Ich gehe einfach nach Hause und hole mal meinen eigenen. Man braucht also einen Sicherheitsausweis. Man braucht also einen Sicherheitsausweis, um den Fendelturm betreten zu können. Okay, ich gehe noch mal zurück zum Gasthaus, weil da war noch eine Anfrage, glaube ich. Ich habe jetzt nur eine angereicht. Das ist nicht klug. So. Da komm du mal her. So, Krabbe. So, wieder was ändern. Weiß ich nicht. Ja. Na, mach mal. Passt schon. Passt schon. So, ich brauche noch mehr Leute, mit denen ich reden kann. Denen ich reden kann. Na, wenn wir mit mir reden, na, ich bin eine Marsianerin, ich weiß alles. Und ich bin Pascal. Das hat irgendwie keinen Sinn gegeben. Oh, ein Stern. Was macht der wohl hier? Das ist... Hauptmann? Ist etwas Besonderes an diesem Gebäude? Ich habe mir immer geschworen, niemals hierher zurückzukehren. Hast du mich hierher gerufen, Lorelei? Oder Lorelia? Lorelia stand da, ne? Und auch da hat er schon die Arme verschränkt. Lorelia! Ist du verfolgt worden? Ist es sicher? Alles in Ordnung. Ich habe dir gebracht, worum du gebeten hast. Danke. Aber ist nicht schwer zu beschaffen? Sag mir einfach Bescheid, wenn es zu gefährlich wird. Mach dir um mir keine Sorgen. Dasselbe könnte ich dir sagen, weißt du? Wir beide kennen die Risiken. Wir müssen den Erfolg des Plans um jeden Preis sicherstellen. Ja, um jeden Preis. Welchen Plan? Wenn ich es nur eher verstanden hätte. Lorelia, selbst jetzt noch sehe ich dein Lächeln vor mir. Hauptmann, geht es euch gut? Ihr seht nicht so gut aus. Mir geht's gut. Nun kommt, wir müssen etwas finden, wo wir uns aufwärmen können. Ich dachte, wir müssen mit den Dorfbewohnern reden. Was ist denn los hier? So, ich brauche auffällig aussehende Leute. Die A. Vielleicht ist sie noch nicht zu Hause. Ach, ich meine das Mädchen, das hier lebt. Sie ist erst vor kurzem eingezogen. Ich glaube, sie arbeitet beim Wissenschaftsministerium, aber sie ist so beschäftigt, dass ich sie fast nie zu Gesicht bekomme. So ein nettes Mädchen. Ich versuche ihr Abendessen zu bringen, wenn ich kann. Aber es ist schon spät und ich habe sie noch nicht gesehen. Ich kann wohl trotzdem schon mit dem Abendessen beginnen. Immerhin tut sie viel für Pendel. Könntet ihr bitte einen Blick hineinwerfen, während ich mit den Vorbereitungen anfange? Ein Mädchen aus dem Wissenschaftsministerium? Könnte es sein? Ja, nur weiße Haare. Fuck. You know each other? Of course. Everyone, this is Fairma. She's an Amarcian like me. Nice to meet you, everyone. Jetzt sagt sie sofort hier, eine Amarcianerin, so wie ich. That's right. Okay, wir haben ja eigentlich noch keinen davor getroffen. Bis auf Pascal. So do you think I could maybe kind of sort of borrow your pass? I've wanted to see the inside of that tower forever. Well, I don't know. Please? I promise I'll just look around and not break anything and come right back. Well, all right. I suppose I can trust you of all people. Aw, thanks, Fairma. I totally owe you. Okay, sie hätte uns den wahrscheinlich nicht gegeben, wenn sie gewusst hätte, dass sie ein Loch vor Velanik? War es vor Velanik? Dass sie jedenfalls für eine Explosion hier in Fendel irgendwo verantwortlich war. Dann hätte sie wahrscheinlich nicht das Ding gegeben. Aber egal. Wenn man einem vertrauen kann, dann ja wohl Pascal, ne? So, dann ab zum Turm, zum Fendelturm. Das wird ein bisschen nervig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und noch eine Fackelflamme. Yes! Was, wie wenig Elefant hatten? Bitte schön jetzt. Abgezogen. Da ist der Fendelturm, okay. Weniger Elefant verbraucht, als ich gedacht hatte.
Fendelturm. Fendel Tower, huh? I sure hope Kurt is here. You said you knew him, right, Malik? In fact, you seemed shocked when you heard his name. What kind of person is he? If things go badly and we have to fight him, your information might help turn the tide. We first met at the military academy over 20 years ago. Much as they do now, the people of Fendel were suffering. The climate was harsh, and our Valkanists provided no help. Most of the people were on the verge of poverty. Or worse, the rich were content to let the poor struggle, so long as their own gluttony remained satisfied. Eventually, a young officer decided he had seen enough and started a reform movement. Kurt and I believed strongly in the cause, and had soon devoted ourselves to it completely. So what happened? It was youthful foolishness. Those in power brought pressure to bear and crushed the revolution before it could take hold. I knew my life was in danger, and so I decided to flee Fendel while I still could. But Kurt... Kurt stayed. He refused to watch the light of revolution flicker and die. He was a man of fearsome intelligence and singular will. A man who would sooner die than surrender his ideals. Even if we do manage to track him down, I doubt he'll listen to an old coward like me. But there's a chance, Captain. And that means we have to try. I suppose you're right. Let's go find him. Na gut. Jugendlicher Revolutionär. Und wir haben schon wieder... Mein Gott. Immer vom Training hier die verdammte Dingens... Dunkle Aura. Oh, jugendlicher Revolutionär. Ja. So, lass mich rein. Is it MVP? Grandma's not feeling well, so she sent us in her place. She sent six of you? Today's procedure is unusually labor intensive. Well, all right. Go on through. But that pass of yours will only work on the first floor. All other areas are off limits. Understood. Okay. Das reicht uns aber nicht. Wir wollen noch hoch hinaus. Sweet, Captain! You totally saved our bacon again. You're really good at this. Yes, I suppose so. I won't hold it against you if you wish to view me as a professional liar. All right, we made it into the tower. Now the real work begins. Right. We should find Kurt as soon as possible. Ja, wenn er im ersten Stock irgendwo ist, dann ist es ja perfekt. Hi, warum winkst du hier die Schachtel zu? Sprech nicht mit mir, das lenkt mich nur ab. Hallo, Schachtel! Oh Gott. Skid. Skid! Für Kurt Entschlossene. Was? I have to say, I'm relieved. When I first heard about Kurt, I feared you might try to avoid having to meet with him again. That no longer seems to be the case. Having come this far, I no longer feel conflicted. It's just... Yes? I might have mentioned it before, but Kurt is not an opponent to take lightly. I can't say whether I'll be able to persuade him. That's enough, Captain Malik. What? I'm saying try to keep your self-importance in check. Stop thinking of this as only your problem. Their Valkanist experiment will be disastrous, and convincing him of this is a duty we all share. Okay. Können wir hoch? Okay. Wie ist mit jetzt? Okay. Aber jetzt? Okay. Und eine guckt schon so böse, ich hau lieber ab. Dann, wieso drücke ich eigentlich mal L1? Als ob hier irgendwie so ein Pfeil angezeigt wäre, wo ich hin kann. So, nun. Was jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich weiß nicht mehr. Kann man die auch rein? Ja. Ja. Und eben eine 39. Screw you, erster Stock. I will pierce the heavens with my drill.
Weiß jemand, von wo das ist? Okay, okay. Ich glaube, wir müssen da lang. Na? Okay, dann. Aus irgendeinem Grund laufen die Monster rum. Bams. Jo, jo, jo. Ach, scheiß auf. Ich bin ein Kreisel. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht immer noch den höchsten Schwierigkeitsgrad an. Ich habe mal probiert, ob ich den aushalten will beim Training. Und nö. Keine gute Idee. So. Ah, verdammt, ich wollte mein Level 4 Dingen zu einsetzen. Hier so was. Mein Laser feuern. Na komm her. Bam. Ey. Mein Konter hat nicht geklappt. Mein Gott, warum kriegen wir hier so viele Erfahrungspunkte? Mir ist eingefallen, warum kriegen wir so viele Erfahrungspunkte? Ich weiß. Ding. So, ich tue jetzt erstmal auf. Ja. Mein Gott. Lass mich jetzt mal. Level 5. Und so. Ja, ah, ah, nein. Aua. Ah. Na komm, krieg ich 10? Nein, ich krieg 9. Verdammt. Au. Au, hörst du auf damit. Ich muss jetzt meinen Konto einsetzen. Na, egal. Scheiß drauf. Und tschüss. So, ich habe die Mystic Arts übrigens ausgestellt. Also dass meine computergesteuerten Kameraden die nicht einsetzen. Und Flinkfußmeisterin. Gut, dann können wir Flinkfuß ausstellen. Da braucht sowieso kein Schwein. Finde ich jedenfalls. Ich brauche ja mehr zum Heilen und sonst nichts anderes. Warum steuere ich jetzt überhaupt ja Sophie? Ich sollte vielleicht Pascal oder Malik steuern immer noch. Bams. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Ja, ich steuere im nächsten Part wieder Malik. Immer gleich unser Sold hier erreicht. Verdammt. Komm, verreck. Jawohl. Und Joey hat wieder 1 auf 5. So. Und ausweichen, ja. Oder? Ne, Wirkzeit. Wirkzeit runter, Auferstehung. Ja, bitte. So, wie war das nochmal? Ach so, ja. Ey. Also ja. Ich weiß schon wieder. Ist ja da unten. Ach so, wegen dem Dingens, okay. Wegen dem Finstertrunk. Ich wollte schon sagen, warum ist denn der immer noch. Okay, dann. Zack. Kommen wir ja noch ein bisschen hoch am Turm. Hi. Diese wütende Wache wird uns nicht in den Wartungsbereich lassen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Cool Story. Ich weiß nicht. Geh mal von durch. Na? Tut mir leid, hier darf keiner durch. Ach, um Elvis Willen. Diese verfluchten Offiziere kommen immer zu spät. Ja. Macht was. Warte mal, konnte man nicht einfach. Was euch kurz? Die zwei Offiziere verstecken sich dort. Vielleicht solltet ihr euch beruhigen. Ja, das klingt auch perfekt. Bald. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.